In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind auf dem Weg zu Freunden. Audrey und Lia warten im Auto. Lina ist bei meiner Mama. Wir haben sie gerade abgegeben, waren danach in den Arkaden Kaffee trinken. Latte Macchiato und haben ein paar Kleinigkeiten für meine Freundin gekauft, jetzt auf die Schnelle. Wir haben das total spontan entschieden. Mit einem Kind geht das dann doch noch. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall zu ihr und sie hat eine süße Katze. Für sie haben wir auch noch ein paar Kleinigkeiten geholt. Ich hoffe, sie freut sich. Also bis gleich. So, Lia schläft. Wir sind kurz bei der Tankstelle. Und jetzt gleich geht's weiter. Wir sind auch in 4 Minuten da. Hey, 6 und bin ich. Aber komisch, ja? Was ist daran so interessant? Weißt du, was ich meine? Aber alle Katzen sind so, ne? Mach das auf ihr Schwanz, Bruder. Wenn es auf den Pfoten ist, kriegt, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ich will nur wissen, was die fühlen denken, oder was die denken in dem Moment. Die haben ja diesen Jagdinstinkt. Eventuell denkt er, das ist irgendwie was zu fangen. Oder? Der darf nicht raus, ne? Nee. Besser so. Boah, denk mal, der bringt Mäuse mit. Deswegen. So. Wir waren gerade bei McDonald's essen, jetzt sind wir wieder zu Hause. Und wir müssen baden, die kleine Maus. Und ich bereite ihr Pyjama jetzt vor. Meint ihr, passt ihr das? Ich will kein Risiko eingehen und sie zittern lassen. Deswegen ziehe ich dieses Set an, was meine Schwiegermama geschickt hat, mit der Mütze. Das ist noch von Lina. Dann brauchen wir einen Buddy. Shut up. Dann ziehen wir das an. Säckchen. Shut up. Dieses Mal ist I Love Dad dran und Lias Schlafsack. Ich liebe ja die Marke Julius Töllner und die Marke ist top und von Träumeland, sorry. Der Schlafsack ist auch top, aber das staut sich hier und das nervt mein Kind. Deswegen hatte ich mal damals einen bei Primark gekauft für unglaubliche 2 Euro. Das sieht so aus. Und das ist viel gemütlicher und der geht bis zum Hals zu. Ist auch top. Ist zwar blau, aber ist ja nicht schlimm, da ist ein Auto drauf, aber Nebensache. Jetzt nimmst du für mich bitte auch eine Unterhose. Okay. Ja, deswegen werde ich den hier anziehen. Und für Audrey eine Unterhose.
Und ein Handtuch für Lia. Übrigens schläft Lina schon. Sie ist ja bei Mama. Schatz, hast du da Shampoo reingetan? Was? Stark? Nein. Da ist voll viel Schaum. Nein, ich habe Öl und Milch reingetan. Mach doch nicht denn, was machst du? Rohrlappen oder was? Nein. Die Dame dreht Rohrlappen. Oder was? Horrorfilm. Und Lia ist da. Und wir hatten einen sehr schönen Abend mit unseren Freundinnen. Hallo Lia, du gehst jetzt baden. Baden. Soll ich schon mal ausziehen? Shut up. Ich hoffe, sie hat nicht gekackt. So, wir haben heute den nächsten Tag. Wir haben gestern nicht mal einen schönen Abend mehr gemacht. Also wir sind, wir waren beide so kaputt. Also ich bin eingenickt. Das ist das zweite Mal, dass Lina jetzt bei meiner Mama schläft. Und jedes Mal sage ich, wir machen uns einen schönen Abend. Und dann ist Audrey mit seinem PUBG beschäftigt. Ich mit meinem Malen nach Zahlen. Und dann können wir schlafen. Übrigens fragen voll viele, warum ich die Nägel dran mache immer. Genau deswegen, Leute. Sieht man das? Meine Nägel gefallen mir gar nicht. Also ich bin so unzufrieden. Die sehen so komisch aus. Ich habe die jetzt zwar lackiert, aber seht ihr das? Die wachsen. Das ist einfach zu wenig Nagel, finde ich. Naja, ich habe die ja jetzt angezogen und zwar voll süß. Da, wow. Und ja, hier das Spielzeug-Eck habe ich auch geholt. Das wollte ich mal ein bisschen. Ich schlafe nämlich heute mit meiner Mama. Und deswegen dachte ich mir, komm, aufräumen, bevor wir gehen. Ich muss mich jetzt auch fertig machen, aber der holt kurz unten den Regenschutz von Maxi Cosi. Und ich mache diesen Handwärmer jetzt an, wie er das Kinderwagen dran, weil wir fahren zu einem Flohmarkt. Meine Freundin arbeitet nämlich da, also sie hilft ihrem Papa aus mit ihrem Mann. Da, wo wir gestern waren. Ja, das ist im Ports und ich bin mal gespannt, was wir da finden werden. Also wir gehen jetzt eigentlich nur die besuchen, aber vielleicht finden wir ja auch was. Ihr kennt das ja, ne? Das ist perfekt. Wenn wir jetzt rausgehen, dann möchte ich das auch bitte benutzen. Aber wie macht man das dann auch rein? Was ist los? Hast du da eine? Am besten wird man dein Schüsseln hat. So ihr Lieben, wir waren gerade hier bei uns auf dem Flohmarkt und es ist so kalt. Ich habe Angst, wenn ich meine Nase putze, dass da Eis rauskommt. Es ist wirklich so kalt. Ne Schatz? Oh, der Mundwerk ist eingefroren. Wir waren auf jeden Fall unsere Freunde besuchen, haben auch ein bisschen Obst mitbekommen. Und wir haben eine Zuschauerin getroffen, die liebe Bayern. Ich sollte sie grüßen, ich grüße dich. Und ja, jetzt fahren wir. Wohin fahren wir jetzt? Uff, ja. Frieren. Schatz, trocknet ihr auch dieses Gemüse im Irak? Mhm. Ja. So ihr Lieben, einen Tag später. Einen Tag später? Ja, ne? Wir waren gestern auf dem Flohmarkt. Wir sind jetzt zu Hause. Ich habe gestern bei meiner Mama geschlafen. Wir sind gerade nach Hause gekommen. Audrey hat uns abgeholt. Und Lina geht jetzt baden. Ja, bist du fertig? Sie hat nämlich ihr Shampoo von Oma mitgebracht. Und wollte jetzt unbedingt baden. Das darf sie jetzt auch. Oh nein, warte, ich muss deine Toilette bringen.
So, Lina, Lia ist am Schaukeln. Ich weiß nicht warum, Lia war bei meiner Mama sehr, sehr unruhig. Jetzt ist sie zu Hause wieder ein bisschen ruhiger. Sie schläft jetzt auch, seitdem wir zu Hause sind. Lina hat ja Schale hingeschmissen. Ja, das Auto ist jetzt auch weg. Der ist direkt losgefahren und heute ist dann so die erste Nacht, wo ich komplett alleine bin mit den Kindern. So ist das dann halt, ne? Ich räume jetzt erstmal hier die Küche auf. Jetzt gebadet. Wir schauen jetzt noch Elsa. Wir haben jetzt 19 Uhr, glaube ich. Und ja, Lina schläft. Ihre Schaukel ist jetzt auch ausgegangen. Ich hole sie jetzt gleich auch aus. Sie hat jetzt bestimmt gleich Hunger. Ja, und Lina darf jetzt noch etwas bauen, ne Schatz? Und dann gehen mit der schlafen. Soll ich dir helfen? Ja, was sollen wir denn bauen? Wer ist Haus? Ja. Ich schreibe gerade übrigens die peinlichsten Fragen auf. Es sind schon einige zusammengekommen. Also wenn ihr peinliche Fragen an uns habt, peinliche oder unangenehme Fragen, dann könnt ihr die ruhig in der Infobox reinschreiben, in die Kommentare. Wir beantworten die dann mit Alda zusammen in einem Video. Ich hoffe, wir drehen das ganz bald. Und der Geburtsbericht kommt auch bald online, Leute. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich schau mal, wie wir jetzt noch Zeit haben. Ja. Bitte, bitte. Ja. Übrigens, die Qualität von den Lego-Bausteinen, die ich bei Primark, bei Action gekauft habe, die sind richtig geil. Das hier ist zum Beispiel jetzt Marshas Bett. Und das passt perfekt hier auf das Lego-Brett. Also, die Qualität ist Hammer. Das hier war jetzt auch von Marsha. Das auch. Dann hier die Stühle. Was noch? Die hier. So, ich räume jetzt hier Linas Legos auf. Lina isst da ihr Joghurt und Lia liegt da. Nein, Lina, du gehst jetzt schlafen. Was ich euch noch zeigen wollte, hier könnt ihr die Schublade hier aufmachen. Das gehört auch zum Marshas Zimmer. Das ist cool. Lina, morgen. Okay? Jetzt ist es spät geworden. Genau, du kannst morgen vorbeikommen. Okay? You are like a moth to the flame.